dass Politik etwas anderes ist, dass Politik mehr ist als ein Spiel von Macht und Interessen, dass Politik der moralischen Grundlage und der sittlichen Orientierung bedarf. Im Kabinett führt er ein strenges Regiment. Er lässt keinen Zweifel daran, wer hier über die Richtlinienkompetenz verfügt. Auch Demokratien brauchen Führung, sagt er. Dabei ist er angewiesen auf einen Koalitionspartner, dem er nie so recht getraut hat. Anders als zwischen Brandt und Scheel herrscht zwischen Schmidt und Genscher kein echtes Vertrauensverhältnis. Seinen Vize hält er eher für undurchsichtig, aber er braucht ihn. Ja, ich glaube, dass er mit uns anders umging als mit den Kollegen aus der SPD. Wenn Sie so wollen, hatten wir es leichter. Wenn jemand viel geredet hat, ohne was zu sagen, und wenn die Argumente erkennbar wackelig waren, dies konnte er auf den Tod nicht ausstehen. Und was er noch weniger ausstehen konnte, war, wenn jemand Gründe vorgetragen hat, die in sich zusammenbrachen nach der ersten Rückfrage, dann konnte er richtig hart und wütend, manchmal bis zur Grenze des Verletzens gehen. Dinge, die ich nicht ausstehen konnte, zum Beispiel Sabbelei. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Kanzler gehabt haben, der so viel und intensiv, er war meist der Bestvorbereiteste, nicht? Das ist unbestritten. Das war natürlich auch ein Teil seiner Führungskunst. Hans-Jürgen Wischnewski, Staatsminister im Kanzleramt, und Klaus Bölling, Chef des Presseamtes, gehören zum sogenannten Kleeblatt, dem engen Kreis von Vertrauten. Hier werden Entscheidungen diskutiert und vorbereitet. Wenn große Reden anstanden, Bundestagsreden und so was, dann kam er oft auch erst dazu, dass er spätabends sich um die Rede kümmerte. Und dann ging er Seite für Seite durch, hatte Nachfragen. Da brauchte er natürlich mal Leute, die ihm was schnell sagen können. Oder er rief dann, was steht denn da drin, das verstehe ich nicht. Und bis dahin, dass er sagte, jetzt brauche ich aber mal den Verfasser. Und dann war es dann vielleicht nachts 1 Uhr oder 2 Uhr. Und dann hatte er auch keine Hemmung und rief den zu Hause an oder was. Und sagte, da haben Sie nur die Passage reingeschrieben, verstehe ich nicht. Müssen Sie mir erklären. Nicht? Schmidts Fleiß und Disziplin sind legendär. Nicht nur in Krisenzeiten arbeitet er bis in den frühen Morgen. Als Workaholic beschreiben ihn seine Kleeblätter. Unter einem Bild von August Bebel sitzt er 16 Stunden und mehr am Schreibtisch, wachgehalten von Cola und Dutzenden Mentholzigaretten. Arbeiten und noch einmal arbeiten und bis zur Erschöpfung, bis zu der Grenze des physisch Möglichen. Und das hat ihn natürlich dann auch zeitweilig in den Zustand nicht nur einer körperlichen, sondern auch bisweilen einer nervlichen und psychischen Erschöpfung gebracht. Es ist nicht rausgekommen. Wir haben ihn 12-mal auf dem Fußboden gefunden. Kreislauf weg. Aber er hatte dann einen Herzschrittmacher, ne? Und es ist nie rausgekommen. Deswegen bin ich auch diejenige gewesen, die immer länger blieb. Also ich habe manchmal Angst um ihn gehabt. Und als diese Schleiergeschichte war, hat man natürlich noch mehr Angst gehabt. Ne? Man hat es ihm nicht gezeigt, aber die Angst war da. Die war wirklich da. Dazu muss einer nicht Politiker sein, um seine eigene Gesundheit zu ruinieren, damit er andererseits seiner Verantwortung gegenüber der Firma oder gegenüber der Stadt oder gegenüber seiner Kirche oder was immer gerecht werden konnte. Das ist keine Besonderheit. Preußentum im Sinne von Kant ist, seine eigenen Verantwortlichkeiten, seine Pflichten zu erkennen und den Pflichten zu genügen, sie zu erfüllen. Das allerdings war für mich immer wichtig. Die andere Seite des Helmut Schmidt, der Musiker und Kunstliebhaber. Nach den langen Nächten im Kanzleramt setzt er sich noch morgens an den Flügel und macht Krach, wie er es nennt. Seine empfindsame, ja verletzliche Seite versucht er nach außen zu verbergen. Wie es drinnen aussieht, geht keinem was an. Das ist ein seelisches Bedürfnis. Musik, hat der Johann Sebastian Bach einmal gesagt,
dient zur Rekreation des Gemütes, zur Erholung der Seele auf Deutsch. Und das würde ich unterschreiben, das gilt jedenfalls für mich. Er hat diese Fähigkeit der Musik für sich genutzt. Und da hat sicherlich vielleicht auch viele Stunden verbracht mit Musik, in denen er mit sich selbst ins Gericht gegangen ist. Jemand, der Musik braucht, um zu überleben, ist zutiefst menschlich geblieben. Musiker und Dirigenten von Kurt Masur, Lenny Bernstein bis Justus Franz zählen seit jeher zu Schmidts besten Freunden. Helmut ist extrem sentimental. Helmut ist ausgesprochen empfindsam. Aber er hat Schwierigkeiten, Gefühle zu zeigen. Und was arrogant erscheint, ist in Wahrheit eine gewisse Schüchternheit und eine Verletzlichkeit. Aber ich kenne niemanden sonst, in dessen Werte ich mehr Vertrauen habe, als in die von Helmut Schmidt. But I don't know anybody in whose values I have more confidence than Helmut Schmidt. Am 5. September 1977 entführen Terroristen den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Die RAF fordert von der Bundesregierung, 11 inhaftierte Bandenmitglieder freizulassen, im Austausch gegen das Leben von Schleyer. Ein Nervenkrieg beginnt. Bonn gleicht einer belagerten Festung. Schleyers Entführung ist der grausige Höhepunkt einer Reihe von Verbrechen, die den Rechtsstaat Bundesrepublik erschüttern. Der Staat darf sich nicht mehr erpressen lassen, er muss hart bleiben. Mit dieser Überzeugung leitet Schmidt die Bonner Krisenstäbe. Der Kanzler steht vor der Albtraumentscheidung jedes Regierungschefs. Menschenleben oder Staatsräson? Das Kanzleramt wird abgeriegelt. Schmidt lässt eine Nachrichtensperre verhängen. Erstmals berichtet seine Frau von Gewissensqualen und einer entscheidenden Unterredung. Und da sind wir abends, ich glaube, über eine Stunde durch den dunklen Park, der da bei dem Kanzlerbungalow war, spazieren gegangen. Das Ergebnis war, dass wir am nächsten Tag jeder ein Schriftstück gemacht haben, dass, wenn dem einen etwas passieren sollte, beziehungsweise wenn der als Geisel genommen werden sollte, der andere nichts tut. Und als wir das hinter uns hatten, waren wir eigentlich beide befreiter und sicherer. In Mogadischu endet der Irrflug der Landshut. Arabische Terroristen haben die Lufthansa-Maschine entführt, fordern, die Bedingungen der RAF zu erfüllen. Hier ging es ja nicht nur um das Leben eines Einzelnen wie Hans-Martin Schleyer, sondern hier ging es um beinahe 100 Menschenleben. Und das war, glaube ich, die Stunde, in der ihn die Verantwortung als Kanzler, als Chef der Exekutive beinahe niedergedrückt hat. Schmidt berät sich mit engsten Freunden, auch mit einem Geistlichen seines Vertrauens. Er habe gebetet, bekennt er später, mein Gott, lass mich das Richtige tun. Ein gläubiger Mensch und Gott, das gehört zusammen. Er glaubt, und es hat ihm sicher in schwierigen Situationen, ganz gleich, ob es im Krieg war, während der Flutkatastrophe und besonders natürlich während der Terrorzeit, geholfen. Irgendwo muss ja etwas oberhalb sein, von wo man sich noch ein bisschen Stärke, Kraft oder Trost holen kann. Schmidt lässt die Maschine stürmen. Von einem deutschen Sonderkommando der Grenzschutzgruppe 9. In wenigen Minuten ist alles vorüber. Die Geiseln sind frei. Ein Erfolg für Schmidts Mann in Mogadischu.
Wischnewski ruft Bonn an. Dann ging plötzlich die Tür auf, so kurz vor 23:30. Da kam einer aufgerannt. Herr Bundeskanzler, Herr Wischnewski ist da. Also wir alle runter, nicht er auch. Und er ging dann ans Telefon, hier Schmidt. Das erste Mal, das einzige Mal, dass ich Tränen in seinen Augen gesehen habe, ich war zufälligerweise dem kleinen Zimmer, wo die Standleitung nach Mogadischu geschaltet war. Und da sprach Hans-Jürgen Wischnewski, die ja inzwischen schon historisch gewordenen Worte. Auftrag ausgeführt, Geiseln leben. Da fielen wir uns reihenweise in den Arm. Aber wirklich reihenweise in den Arm.